Mein Name ist Christine Breyer. Ich verantworte und leite das Marketing bei Töpfer seit etwa 4 Jahren. Wir sind hier bei Töpfer in Dietmarsried im schönen Allgäu mittendrin. Wir produzieren seit etwa gut 111 Jahren Bio-Babynahrung und Naturkosmetik für Mamas und Babys. Nachhaltigkeit bedeutet für uns umweltverträgliches, unternehmensweites Handeln. Das heißt, wir beobachten die ganze Produktionskette und legen auch da einen großen Schwerpunkt auf das Thema Innovation und Weiterentwicklung. Gerade natürlich das Thema Verpackung ist bei uns ein Dauerbrenner. Wachsender Anspruch an eine bessere Recycelbarkeit der Verpackung nimmt zu. Und die jungen Verbraucher und Verbraucherinnen möchten immer mehr wissen, was hinter den Produkten steckt. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, zum Beispiel bei der Kosmetik Recyclingtuben einzusetzen, um Verpackungen wegzulassen. Und hier brauchen wir starke Partner, die mit uns die Innovationen vorantreiben, die uns unterstützen, wie wir mehr Verpackungsmaterial einsparen können, wie wir umweltverträglichere Materialien einsetzen können. Die Partnerschaft zwischen Marke Mimage und Töpfer ist über viele Jahre hinweg gewachsen. Wir setzen hier auf eine Vielfalt von verschiedenen Technologien, um jederzeit auf die neuen Anforderungen, sei es kundenseitig, verpackungstechnisch oder auch regularienseitig, reagieren zu können. Die eingesetzten Technologien sind Continuous Inkjet, Thermotransfer und Thermal Inkjet für die primäre Produktkennzeichnung. Wir setzen Hotmelt Wachsdrucker und Print-and-Apply-Etikettiersysteme für die Umverpackung und Palettenetikettierung ein. Zu Beginn des Verpackungsprozesses werden unsere Folienbeutel mittels Thermotransfer bedruckt und gekennzeichnet. Im nächsten Schritt werden die bedruckten Beutel in eine Fallschachtel eingeschoben und diese Fallschachtel wird mit der Inkjet-Serie 9450 kodiert. In diesem Zuge können wir allen unseren Kunden die Möglichkeit geben, einen serialisierten Code einmalig zugeordnet auf das Produkt auf die Fallschachtel zu drucken und im Anschluss über ein Kamerasystem zu prüfen, ob alle Fallschachteln komplett bedruckt worden sind. Anschließend werden die gruppierten Kartons versandfertig komplett kodiert mittels den neuen Wachsdruckern der Serie 5800. Das war unser größtes Einsparpotenzial im letzten Jahr. Im letzten Prozessschritt werden die versandfertigen Paletten automatisiert etikettiert nach dem GS1-Standard und werden direkt dem Versand übergeben. Um das ganze System vollständig nutzen zu können, haben wir uns gemeinsam mit Marke Mimage entschieden, die Software Colors einzusetzen. In Verbindung mit unserem ERP-System stellen wir so sicher, dass wir MHD, Artikelnummer, Chargenummer und weiteres fehlerfrei auf unsere Kennzeichnungssysteme senden können. So entstand auch ein Produkt mit der Firma Marke Mimage, gemeinsam die Etiketten durch den Wachsdruck zu ersetzen. Durch dieses Projekt können wir jährlich ca. 880 Kilometer an Etiketten und Müll- und Trägerpapier sparen. Das ist ungefähr die Strecke von München bis nach Kiel einmal längs durch Deutschland. Für die Zukunft arbeiten wir bereits an neuen Projekten. Diese umfassen zum Thema Nachhaltigkeit den Austausch der Tinten-Inkjet-Systeme, bei der wir auf MEK-freie, umweltfreundliche Tinten umsteigen werden. Des Weiteren arbeiten wir an der Nachverfolgung der Palette-Track-and-Trace-Lösung mit neuen Kamerapositionen. Wir sind bereit.